Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Gödenstedt. So, wir sind wieder zurück. Etwas verspätet heute, ja. Aber ich habe mir gedacht, ja, wenn sich die Leute ja schon aufregen, weil das Video eine halbe Stunde zu spät kommt, kann ich es auch mal noch ein bisschen später raushauen. Aber gedacht, das kannst du einfach mal machen. Einfach nur mal so, ne, für die ganzen Leute, die glauben, dass ich den ganzen Tag nichts anderes zu tun habe. Einfach mal ein bisschen später rausgehauen. Einmal nur so, weil ich Bock drauf hatte. So, aber ist egal, wir müssen hier weiterarbeiten. Ein paar von euch haben in die Kommentare geschrieben, oder einer, glaube ich, war es. Nicht ein paar. Es gibt so einen hohen Wollepreis hier. Alter! Warum ist der so hoch? Ist ja Wahnsinn. Wolle, ne? Das ist so einfachste der Welt, Wolle. Wolle ist wirklich eines der Sachen, wo man sagen muss, ja. Hi there! Die Leute sind so freundlich in Gödenstedt. Sprechen zwar alle Englisch, aber hey. Egal. Warst du gerade genießt oder was? So, wir fahren nach Hause. Nach Hause, nach Hause. Ich habe mir was überlegt. Und zwar können wir zwei Fliegen mit einer Klatsche schlagen. Ja. Wir werden den Futtermischwagen jetzt direkt auf das Feld, auf das Grasfeld fahren. Und werden da gleich mal ein paar Silageballen reinballern. Bin ich zu breit? Oh, das tut mir leid, das wollte ich jetzt nicht. Ich finde auch die Lenkung, ne, ist so geil. Ja, da werden wir ein paar Silageballen reinballern. Und zwar aus dem ganz einfachen Grund, dass wir da die Silageballen vom Hof, vom Feld haben. Und weiteres, können wir die Silage, die dann da drin ist, können wir ausladen, am Hof irgendwo bunkern oder lagern. Könnt ihr sehen, wie ihr möchtet. Und dann zu einem späteren Zeitpunkt mit diesem Rüssel hier, mit dem hier, können wir das wieder aufnehmen. Ist ja mega geil, oder? Da, das war meine Idee. Ganz alleine meine Idee. Oh, die Frage ist, ob wir hier runterkommen. Oh, der ist nicht für solche geländegängigen Sachen gebaut, glaube ich. Warum der jetzt hier vorbeifährt, weiß ich auch nicht. Egal. Ja, wir müssen da... Da kommt noch einer. Wo fährt denn alle hin? Okay, das sieht wahrscheinlich jetzt bei euch ein bisschen kacke aus, das Gras. Deswegen gucke ich mal, dass ich hier so schnell wie möglich wieder wegkomme. Aber wir gucken mal, wie viele Ballen da reingehen. Ich hoffe, dass da ein paar Ballen rein... Na, das ist eigentlich wahrscheinlich zu wenig, ne? Egal. Wir brauchen den hier. Da waren wir gleich mal los, ne? Sehr gut. Ne, ich habe mir nämlich gedacht, weil ihr habt auch geschrieben, es macht eigentlich, wo man dann gar keinen Sinn, jetzt noch einen zweiten Flug zu kaufen, so einen tiefen Flug. Aber ich muss mal gucken, vielleicht, wenn ich Bock habe, mache ich es. Wenn nicht, dann muss man gucken, wie ich es mache. Ich weiß jetzt noch nicht. So, die Transportstellung haben wir bei dieser Gabel nicht, ne? Wir haben keine Transportstellung. Ja, schade. Schade. Aber ja, sind sonst alle im Einsatz? Ja, die kommen sich wahrscheinlich jetzt in die Quere, ne? Die zwei hübschen Trägers. Aber gut, sie werden das schon schaffen. Hoffe ich zumindest. Oder wir bekommen wieder eine Meldung und dann wissen wir auch, dass es nicht funktioniert hat. So. Müssen wir die einschalten? Ich glaube, das ging nicht, ne? Mit dem Ballen. Das war irgendwie automatisches Laden deaktivieren. Es ist eigentlich an. So, wir machen jetzt mal hier Rundumleuchte. Der Merle. Doch, es hat funktioniert. Sehr schön. Gut, gucken wir mal. Aber irgendwie war mir... Hatte ich das in Erinnerung, dass das nicht... Nee, der Ballen wird nicht unterstützt. Das ist, schön. Kann ich den manuell irgendwie fixieren? So. Ah ja. Das hat jetzt, funktioniert. Ich möchte ja sowieso... Och, Kinders, ne? Ich möchte ja sowieso, wie heißt das? Dann ohne die Folie haben. Deswegen ist es jetzt egal, wenn ich hier reinsteche. So, kann ich das irgendwie wieder... Wie komme ich denn das jetzt wieder los? Ach ja, guck an, es hat funktioniert. Ah ja. Moment mal, Silo King. Das heißt, vier Ballen passen rein. Ja, läuft doch, oder? Du hast doch mal eine volle Fuhre Weizen gefunden. Alles klar. Ich möchte mich jetzt nicht beschweren oder irgendwas, ne? Aber du hast eigentlich keine Zeit, hier rumzustehen. Mein Gott. Alles muss man selber machen. Geht diese Meldung auch irgendwann wieder weg? Oder habe ich jetzt das Spiel kaputt gemacht, weil ich jetzt einen Ball mitgenommen habe mit einer Gabel, die eigentlich nie dafür zugelassen ist? Also wenn ich das ganz kurz hier abkupple. Jetzt ist weg. Okay, gut. Wir wissen zumindest, wie das funktioniert. Badam, badam. Ja, das heißt, wir verwenden das jetzt einfach wie eine normale... Hallo, Papier. So. Sag mal, du kannst dich entkommen, vergiss es.
Du musst hier... Hallo? Du kommst jetzt mit. Ohne Witz. Wie viel haben wir denn hier hinten noch? Ja, noch mehrere. Okay. Hier hinten haben wir auch noch ein paar. Aber ich finde das so nicht schlecht, oder? Was sagt ihr dazu? Ich finde das eigentlich gar nicht schlecht. Also ich möchte jetzt keine Mischration machen, ne? Nur für die Leute, die jetzt denken, boah, Werner, du machst jetzt Mischration. Möchte ich jetzt noch nicht machen. Werde ich aber demnächst machen mit dem wunderschönen Teilchen hier. Und dann bekommen wir auch endlich oben rechts diese Anzeige weg. Das stört mich schon ein bisschen. Hier liegen noch ein bisschen, hier liegt noch ein bisschen Gras rum, ne? Krass. Habe ich das übersehen? Das kann sein. Kannst du haben bei mir, ne? Kannst du haben. So, okay. Die anderen Helferlein arbeiten alle. Sehr schön. Ich glaube, dass wir dann am Montag schon mit dem Düngen anfangen können. Oder dürfen, oder wie auch immer. 75%. Einer geht noch rein. Dass wir am Montag mit dem Düngen anfangen und dann gleich grubbern. Und dann nochmal düngen. Und dann können wir erstmal hier... Ich habe eine Frage an euch. Vielleicht weiß das einer von euch. Ich habe nämlich keinen gefunden. Gibt es einen größeren, also breiteren Striegel? Ich habe... Striegel habe ich noch keinen einzigen Mod gefunden. Entweder ich gucke falsch oder... Ich weiß es nicht. Ich habe noch keinen einzigen Striegel gefunden. Ich weiß nicht, woran es liegt. Nur die Standarddinger bis jetzt. Und weil es einen größeren Striegel geben würde, würde ich mir tatsächlich auch einen Striegel kaufen. So, der ist jetzt voll, ne? Sehr schön, der ist voll. Der ist ja relativ tief, das Ding, ne? Ist ja Wahnsinn. So, 100% Silage. Da werden wir jetzt erstmal was verfüttern, ne? Erstmal gleich hier weg, das Ding. Oh, müssen wir ein bisschen Schwung mitnehmen. Ach, das macht eigentlich ganz solide, ne? Ich glaube, der ist... Sieht nur so komisch aus, aber eigentlich kann er doch einiges. Ist halt nicht der schnellste, aber ist auch nicht dafür gedacht, dass ich jetzt vom Feld zum Hof fahre. Muss man auch sagen, ne? Da, 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 da. 16.000 Liter wird sogar im Cockpit hier angezeigt. Ist ja krass. Das ist ja schon krass, nicht? Wir müssen gucken, ob wir irgendwelche Gebäude mit drin als Mod haben. Wir kommen schon wieder Geld rein, ne? Krass, wie viel der einfach wegfährt automatisch. Da kennt er nichts. Aber wir beißen auch ganz gut was runter, muss man auch dazu sagen, ne? Alter, rechts neben dem Lenkrad, ne? Kaum zu übersehen, den großen Notausknopf. Ist ja Wahnsinn. So, jetzt gucken wir mal, wie das funktioniert. Eigentlich müsste das Futter... Ich stehe falsch rum, ich muss umdrehen. Ich muss umdrehen, weil... Das ist halt das Geile an dem Wagen, der kann fast im Stehen umdrehen. Ist das gerade gereimt? Nee, oder? Ja, ich höre dich. Weil da hinten diesen Auswurf, seht ihr das? Und da kannst du hier schön... Oh, wenn ich das schon sehe, ne? Geil. Das gefällt mir. Schön Silage reinfüllen. Geht da alles rein? Nee, oder? Das wäre jetzt was, wenn da alles reingehen würde. Nee, habe ich mir schon gedacht. Okay, wir könnten aber nicht... Wir könnten aber hier noch ein kleines Häufchen machen mit Silage. Oder geht das nicht? Doch, geht. Ah, geht das nach außen? Das möchte ich nicht. Wenn das nach außen irgendwie rausbackt, da habe ich keinen Bock drauf. Naja, es geht nach außen. Vergiss es. Machen wir nicht. Machen wir nicht. Vergiss es. Gibt echt, ich weiß gar nicht, gibt es mittlerweile Gebäude, die einfach mal eine Kollision verbaut haben, sodass das nicht rausgeht? Das wäre ja mal interessant. Das Geile ist, du kannst das jetzt hier mit so einer Art Staubsauger. War das die Taste oder die Taste? Ah, das war die Taste. Siehst du? Hier aufmachen. Ranfahren. Und das Ganze müsste eigentlich normal wieder aufgenommen werden. Ja, das ist halt schon... Das gefällt mir wiederum sehr gut, ne? Da bin ich echt ein großer Freund von. Und halt sehr, sehr wendig, das Ding. Das ist halt schon nice. So. Ich möchte, dass man hier nichts mehr sieht. So. Jetzt bräuchten wir natürlich etwas, wo wir das lagern können. Das wäre halt super. Das wäre echt krass. Krass. Aber unter freiem Himmel möchte ich es nicht lagern, tatsächlich. Und das so weit hinten zurückfahren ist auch kacke. Haben wir irgendwas Platzierbares mit drin? Was wir hier irgendwie platzieren könnten, sodass wir hier... Ne? Ihr wisst, was ich meine. Das ist nur ein Heulager. Heu und Stroh. Nee, das ist es nicht. Sowas in der Richtung ungefähr. Aber ich hätte gern Mod.
Da habe ich natürlich nichts drin. Ist ja ganz klar, ne? Ist ja normal. Aber, wie können wir denn das jetzt sonst machen? Ich müsste mir da einen Mod mit reinnehmen. Ich glaube, ich habe sogar etwas schon gesehen in der Hinsicht. Ich muss ganz kurz gucken. Was? Ach, Kinders. Achso, warum wolltest du jetzt hier abladen? Das ist doch kompletter Quatsch. Auch ein bisschen dringend mal, ne? So, okay, der ist noch bei. Wunderbar. Ja, ich glaube, im Montag soll der fertig sein. Bist du schon wieder hier? Ist ja Wahnsinn, wie schnell der fährt. Genau, hier wollte ich noch tatsächlich eine Kurs beginnen. Serien der Farm Sealer ist leer. Warte auf mehr. Ha, wow. Ist leer, warte auf mehr. Alles klar. Fahr mal ab, das Ding. Sag's dir, wenn du wieder da bist. Soll er das noch verkaufen, damit, ne? Haben wir zumindest alles weg. Ah, langsam. Langsam. Wir wollten eigentlich Schwaden, haben wir gesagt, ne? Wir wollten Schwaden lassen, sodass wir ja das mit dem Ladewagen abholen können. Stimmt. Könnten. Ja, das Problem ist, ich brauche das Geld jetzt, ne? Sonst hätte ich jetzt noch einen Trecker gekauft. Aber wir brauchen das Geld, ja? Hatten wir. Ah! Sorry, Dankeschön. Ach, da vorne fährt so ein Trecker, ne? Mein Gott. Habt ihr Angst, glaubt ihr? Hat er Angst vor mir? Ich fahr hier rein. Okay. So. Das sieht schon besser aus, ne? Hat aber ewig gedauert, das Feld zu bearbeiten. Alter Falter, hat das ewig gedauert. Das muss man einfach ehrlicherweise wirklich so sagen. Das hat echt lange gedauert. Was war denn das für eine Wiese? Wiese 2. Der hier. Das ist der richtige. Wir haben eine Arbeitsbreite von, nehmen wir mal 9 Meter. Zack, zack. 1, 2, 3. Regenerieren oder erschaffen. Okay, speichern. Schwaden F2, nee, W2 für Wiese. Nicht? Wir beginnen am. Naja. Ich würde gerne das Vorgewende später machen. Am ersten Wegpunkt beginnen. Jo. Ja, das können wir jetzt erstmal nicht weitermachen, weil. Was ist mit der Katze los? Ich muss mir erst ein Lager platzieren. Wenn ihr ein geiles Lager habt, ich möchte aber nichts Automatisches, ich möchte wirklich irgendwo einen großen Haufen machen. Ich habe mir schon überlegt, ob ich vielleicht da hinten dann so eine Art, wie heißt denn das? Ja, wie so eine Halle, eine große, sowas hier hinsetze. Aber hier haben wir noch Platz, ne? So, hier drauf. Was höre ich denn hier? Ist das der B-Truck? Ja klar, guck an, der ist ja auch hier. Geil. Ich fahre immer außen rum, ne? Naja. Dass wir hier auch, ne? Wisst ihr Bescheid? Ein paar Lager setzen oder ein Lager setzen können. Und dann können wir gucken. Hier ist nichts drin noch, ne? Ist das nur zum Umpumpen oder ist hier generell noch nichts drin? Doch, 2222 Liter. Also gar nichts. Ja gut, wir haben auch keine Kühe, ne? Muss man dazu sagen. Also fast keine Kühe. Na gut. Was können wir jetzt noch machen? Ich muss das Gebäude mit rein, muss ich mir aufschreiben. Wir können ihn einfach mal hier reinstellen. Oder wir können das einfach mal hier abladen, derweil. Ne? Geht ja Montag direkt dann weiter. Muss noch gucken, was hier nun sonst hier noch so rumliegt. Weil hier liegen noch zwei, drei Sachen rum. Das mag ich eigentlich gar nicht, wenn das so rumliegt. So, was ist das hier? Ich glaube, das nimmt er gar nicht auf, oder? Nee, das nimmt er gar nicht auf. Weiß gar nicht, was es ist hier. So, das müsste Gras sein da vorne. So ein Staubsauger, ne? Das nimmt er auch nicht auf. Ach, das ist. Ah ja, ich weiß warum. Ja, ich weiß warum. Sag mal. Gasium. Weil das ist Gras und Gras nimmt er nicht auf, sondern er nimmt eigentlich, glaube ich, zu wissen. Ja, er nimmt nur Heu. Das ist auch genau der Grund, warum wir gerade am Schwaden sind für das Heu. Damit das Heu nach Hause kommt. Das müsste aber auch noch Gras sein, meiner Meinung nach. Wird auch nicht genommen. Und ganz zum letzten Test jetzt nochmal. Ne? Nur damit ich Bescheid weiß, was mich erwartet.
ich möchte nicht wieder hier auf den Futterdruck rauffahren. Ah, geht sich genau aus, ne? So, Strohballen hier rein ziehen geht nicht, ne? Nee, geht nicht. Hätte ich mir aber auch denken können. Gut, liebe Leute, ich würde sagen, wir sind erstmal fertig für heute. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über den Daumen nach oben freuen. Und wir sehen uns am Montag zu einer weiteren Folge Grünchat oder morgen zu drei Folgen Fallfarmer. Eure Entscheidung. Macht es gut. Bis demnächst. Ciao, ciao.